Ich vertrage die Pille nicht und mein Freund und ich mögen keine Kondome. Wir überlegen, die Methode der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage zu nutzen. Stimmt es, dass es 10 Tage nach der Regel gefährlicher wird? Verhütung per Kalender. Klingt einfach, ist es aber nicht. Junge Mädchen haben selten regelmäßige Zyklen. Das ist wie zu versuchen, einen Zugfahrplan ohne Uhr zu erstellen. Stress, Krankheiten und Sport beeinflussen den Zyklus zusätzlich. Glaubst du, nach der Regel ist es safe? Falsch! Spermien warten geduldig und springen ins Spiel, sobald das Ei bereit ist. Also, diese Methode ist so zuverlässig wie eine Wettervorhersage ohne Fenster. Besser ein Kondom nutzen, es ist wie ein Sicherheitsgurt im Liebesspiel. Oder rede mit deinem Arzt über andere Methoden. Sicher ist sicher. Sebastian 18. Ich konnte nicht in sie eindringen. Vor 2 Tagen wollte ich zum ersten Mal mit meiner neuen Freundin schlafen, aber ich konnte nicht in sie eindringen. Wir versuchten es immer wieder. Endlich gelang es mir, aber sie hatte sehr starke Schmerzen. Ich wollte mich in ihr bewegen, aber das ging nicht. Außerdem konnte ich meinen Penis nur mit Gewalt wieder herausziehen. Meine Freundin war den Tränen nahe und ich war auch ganz geschockt. Was haben wir bzw. ich falsch gemacht? Deine Freundin hatte eventuell ihr erstes Mal und es gab ein paar Pannen? Das passiert. Vielleicht war es das Jungfernhäutchen oder sie hat sich verkrampft. Tipp: Mehr Vorspiel, weniger Eile und keine Angst vor Störungen. Warum hat sie nicht Stopp gesagt, als es unbequem wurde? Das ist wichtig für euch beide. Und warum hast du weitergemacht, obwohl es offensichtlich nicht rund lief? Ein Scheidenkrampf ist meistens ein Zeichen für seelische Probleme oder Ängste. Vielleicht hatte sie Sorge vor einer Schwangerschaft. Habt ihr verhütet? Oder es ging ihr zu schnell? Redet miteinander über eure Gefühle, dann klappt's auch beim nächsten Mal besser. Kommunikation ist das A und O. Vielleicht solltest du es auch deiner Freundin überlassen, dir zu sagen, wann sie für dich bereit ist. Gibt es die Pille für den Mann? Mit meiner Freundin bin ich seit 1/2 Jahr zusammen. Wir haben auch schon miteinander geschlafen. Zur Verhütung nimmt sie bisher die Pille. Ich habe allerdings ein schlechtes Gewissen, wenn die ganze Verantwortung an ihr hängt, und möchte sie unterstützen. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, dass es die Pille für den Mann schon gibt. Ist das wahr? Wenn ja, an welchen Arzt muss man sich wenden? Wie nimmt man die Pille ein? Welche Nebenwirkungen sind damit verbunden? Du willst in Sachen Verhütung mitmischen? Klasse! Jetzt kommt's, die Pille für den Mann. Kein Science-Fiction mehr. 2023 startet nämlich eine klinische Studie mit dem neuen Wirkstoffkandidaten Wendin-CT-529. Stell dir vor, im Mäusetest hat das Zeug zu 99% eine Schwangerschaft verhindert. Ziemlich beeindruckend, oder? Jetzt sind wir gespannt, wie es beim Menschen läuft. Aber wie funktioniert dieser Wirkstoff eigentlich? Das bleibt das Geheimnis der Forscher, bis sie mehr herausgefunden haben. In der Zwischenzeit, wie wär's mit einem Treue-Test für Kondome? Die sind nicht nur sicher, fast wie die Pille, sondern auch Meister im Fernhalten von fiesen Viren. Schnappt euch einen Tee, setzt euch zusammen und wählt gemeinsam euren Verhütungs-Champion. Teamwork macht's möglich.